Da Tuk Biki Biki von Siau. Früher lebten auf der Insel Siau ein Da Duk und seine Frau. Sie hießen Biki Biki und Manganguwi. Weil der Da Duk ein großer, kluger und weiser Mann war, folgte das Volk immer seinen Befehlen und Anweisungen. Da Duk Biki Biki suchte seinen Lebensunterhalt durch emsiges Jagen und Fischen und in der Landwirtschaft. Wegen seiner ständig zunehmenden Erträge war er schnell reich geworden. Doch noch nie hatte das Volk von Siau seinen Herrscher auch nur für einen Augenblick freudig gesehen. Was aber bedrückte den Herrscher? Das Land gedieh, das Volk war untertänig und der Wohlstand blühte. Schließlich wurde bekannt, dass der Grund für die ständige Trauer des Daduk und seiner Frau darin lag, dass sie keine Nachkommen besaßen. Sie lebten schon lange zusammen, doch hatten sie bisher keine Kinder bekommen. Damit ihnen die Götter ein Kind geben möchten, hatten sie schon die verschiedensten Opfer und Speisungen durchgeführt und Reis und Gemüse gestiftet. Aber all ihre Mühen waren völlig vergeblich gewesen. Nur einmal, da hatte die Frau des Daduk geträumt, sie werde ein Kind bekommen, und sei es auch nur ein einziges. Inzwischen waren aber schon wieder einige Jahre vergangen, und sie hatten noch nicht erhalten, was ihnen die Götter einst versprachen. Eines Tages gingen der Daduk und seine Frau, um Sago zu gewinnen. Viele Sago-Bäume waren schon lange nicht mehr angeschnitten worden. Im Sago-Wald angekommen, waren sie sehr erstaunt, als ihnen auf einmal ein großer Sago-Baum mit seinen Zweigen winkte und seine Blätter rauschten, als wollten sie sagen: »Daduk, Daduk, fälle mich«, war plötzlich eine feine, sanfte Stimme zu hören. Schnell untersuchten sie diesen Baum, doch nichts an ihm kam ihnen merkwürdig vor. Sie fällten ihn und er fiel zu Boden. Als sie nun auf den Baum einschlugen, war plötzlich eine feine, sanfte Stimme zu hören: »Daduk, Daduk«, »es wäre gut, du würdest nicht genau auf meinen Kopf schlagen. Spalte den Baum ganz vorsichtig und lasse mich heraus. Ich bin von den Göttern als dein Kind bestimmt.« Nachdem sie den Baum voller Sorgfalt gespalten hatten, kam ein kleines Kind von hübschem und gutem Aussehen zum Vorschein. Wie erfreut waren der Daduk und seine Frau, ein Kind erhalten zu haben. Sie gaben ihm den Namen Sense Madune, das bedeutet der vom Sago ausgeschniene. Sie zogen Sense Madune mit aller Mühe auf und unterwiesen ihn in allen für ihn nützlichen Dingen. So war es nicht erstaunlich, dass Sense Madune, als er herangewachsen war, zu einem mutigen Jüngling wurde, geschickt im Umgang mit Pfeil und Bogen. Seine tägliche Beschäftigung bestand in der Hirschjagd und im Fischfang. Es gab keinen Dschungel in der Nähe, den er noch nicht jagen durchstreifend, und kein Teich und keinen See im Umkreis, in denen er noch nicht geangelt hatte. Einmal beabsichtigte er, weit wegzugehen, um zu jagen und zu fischen. Nach mehreren Tagesmärschen kam er an einen Waldsee mit Namen Tukadeng. Der See besaß sehr klares Wasser und viele Fische schwammen in ihm umher. Am Ufer des Sees wuchsen viele Bäume und blühte Wasserlilien in prächtigen Farben. Wie verwundert war Sense Madune beim Anblick der Schönheit dieses Sees. Im Sitzen sah er den Wildenten und Wasservögeln zu, wie sie hintereinander herjagten. Das alles begeisterte ihn so sehr, dass er den See unmöglich verlassen konnte. Während er noch versonnen dasaß, schwebten auf einmal 7 große, weiße Vögel nieder. Wie groß war seine Verwunderung, als er erkannte, dass die Vögel schöne Himmelswesen waren, die zum Baden heruntergekommen waren. Die Himmelswesen streiften rasch ihre Gewänder und ihre Flügel ab und spielten und planschten miteinander im See. Während die Wasserlilien sich unter Lächeln ständig verbeugten, beteiligten sich die Fische an dem Spiel im Wasser. Bald darauf hatte Sense Madune Gelegenheit, ein Schauspiel zu beobachten, das ihn sehr erfreute,
denn die Himmelswesen waren wieder an Land geklettert, hatten ihre Kleider übergestreift, die Flügel angelegt und flogen schnell wieder zum Himmel zurück. Am Morgen des nächsten Tages saß Sensei Madune schon wieder an einem versteckten Platz am Ufer des Sees, dort, wo die Himmelswesen ihre Gewänder abzulegen pflegten. In der Nacht zuvor hatte er nicht schlafen können, weil er sich in dem hübschen Himmelswesen verliebt hatte. Ihm war der Wunsch gekommen, eine von ihnen zu seiner Frau zu machen. Er hatte noch nicht lange gesessen und gewartet, als liebliche Lieder vom Himmel zu hören waren. Es war ihm nicht einmal mehr möglich, sich nach den Sängern umzudrehen und zu suchen, als die Himmelswesen auch schon vor ihm am Seeufer heruntergekommen waren, Gewänder und Flügel abgestreift hatten und wie am Tag zuvor voller Freude badeten. In diesem Augenblick angelte sich Sensei Madune Jacke und Flügel eines der Himmelwesen. Er zerstückelte Jacke und Flügel und versenkte sie im Sumpf. Nach dem Baden stiegen die Feen ans Ufer, zogen ihre Gewänder an und streiften ihre Flügel über und flogen dann zum Himmel. Doch eine von ihnen hatte ihre Kleider und Flügel noch nicht gefunden. So konnte sie auch nicht wieder in den Himmel fliegen. Sie begann zu weinen und zu schluchzen. Da kam Sensei Madune aus seinem Versteck und umschmeichelte das Himmelswesen, das möge seine Frau werden. Weil sie nicht wieder zum Himmel zurückkehren konnte, war die Fee gezwungen, Sensei Madune zu heiraten. Sie kehrten nach Siyao zurück und lebten einträchtig zusammen. Bevor sie heirateten, hatte das himmlische Wesen erklärt, es werde immer eine treue Ehefrau sein. Nur dürfte es nie den Geruch verbrannter Federn riechen. Und Sensei Madune bemühte sich immer, seine Frau auf keinen Fall verbrannte Vogelfedern riechen zu lassen. So lebten sie lange in einem Haushalt zusammen und hatten schließlich 3 gesunde Söhne. Die Kinder unterwiesen sie in allem für sie Nützlichen. Eines Tages ging Sensei Madune und die Kinder wieder einmal in den Wald zur Jagd. Und weil sie weit gegangen waren, kamen sie zum Tukadengsee. Die Kinder bewunderten die Schönheit des Sees sehr. Groß war die Zahl der Wildenten und Wasservögel, die sie mit dem Blasrohr beschossen. Wie erfreut war ihre Mutter, als sie ihre Beute im Empfang nahm. Doch plötzlich wurde sie tief traurig, denn sie erkannte in den toten Vögeln ihre Badefreunde von früher, als sie noch ein himmlisches Wesen gewesen war. Doch erzählte sie ihren Kindern nichts von ihrem Betrübnis. Die 3 begannen, die Vögel zu rupfen, und weil es so viele Vögel waren, die gerupft werden mussten, hatten sie keine Zeit, auch die feinen Federn auszuziehen. Um die Vögel leichter fertig zu machen, bereiteten sie ein großes Holzfeuer. Vogel für Vogel hielten sie in die Flammen und wendeten sie darin. Da wurde die Luft von dem Geruch verbrannter Federn verpestet, und in dem Moment erwachte Sensei Madune plötzlich und erinnerte sich der Worte seiner Frau. Er rannte zum Haus, gefolgt von seinen 3 Söhnen. Als sie durch die Tür traten, schoss ein weißer Pelikan von höchster Schönheit über ihre Köpfe. Sensei Madune drehte sich um und wollte ihn fangen, wobei er schrie, »Das ist eure Mutter davongeflogen, fangt sie!« Doch der Pelikan hob sich immer höher durch die Luft in den Himmel. Wie traurig waren die 3 Kinder. Schnell eilten sie zum Berg Awu. In diesem Berg wuchs ein Rotangbaum, dessen Wipfel in den blauen Himmel reichte. Die Kinder kletterten los, um zu ihrer Mutter zu gelangen. Doch sie waren jetzt zur Hälfte hinaufgekommen, als sich ein Orkan erhob und gegen den Rotangstamm schlug. Die 3 Jungen fielen in den verschiedensten Richtungen zur Erde. Der älteste Junge wurde von dem Orkan nach Pahowan Saluge auf die Sulu-Inseln getragen. Dort heiratete er eine Einheimische und später wurde er wegen seiner himmlischen Abstimmung zum Herrscher von Sulu gemacht. Der 2. Sohn kam ebenfalls herunter und wurde später Herrscher von Pahavantaka und das jüngste Kind schließlich wurde Herrscher an der Küste von Barat Siau.
Als seine Frau und seine Kinder nicht mehr zurückkamen, begab sich Sensei Madone zum Tukadengsee in der Hoffnung, seine Frau zum Baden herunterkommen zu sehen. Doch wusste er nicht, dass die Himmelswesen seit der Zeit, als er eine von ihnen zur Frau genommen hatte, sich einen anderen Badeort gesucht hatten, den bis heute noch kein Mensch entdeckt hat.